man da hoch? Gib mir Deckung. Ich gehe ran. Ausschau halten. Er ist hier irgendwo. Hey. Da ist noch einer? Nächste. Mann! Ich muss mich schon wieder heilen. Weil er zu langsam war. Vielleicht soll ich einfach mal zum Speichern greifen. Wow, rein zufällig hat er jetzt angefangen, automatisch zu speichern, natürlich. Ja, was denn sonst? So. Das finde ich doch schon ein bisschen merkwürdig. Merkwürdiges automatisches Speichern. Ja, da sie jetzt ja schon mal am Speichern sind, kann ich natürlich auch automatisch speichern. Und woher weißt du eigentlich, wo ich gerade bin? Voll, das wieder für dieses Pulver. Kann ich mir ja ein Medipack bauen? Immer noch nicht. Mann, meine Nase. Nase, bitte hör auf damit. Mann, ich hab auch Reaktion wie eine Bahnschranke, wenn er Dreieck steht, bis ich das mal drück. Meine Güte. Sieht das denn damit aus? Ich kann wieder Medipack bauen. Ach, da kann ich auch nichts mit 30. Ich befürchte, was mit 20 werde ich wohl nicht sehen. Ja, schieß noch genauer. Der Weltmeister-Scharfschütze ist da. Das Problem ist aber auch, man kann den von hier aus nicht fertig machen. Das ist das Problem bei der Sache. Ich meine, dieser Cutscene-Alarm. Der war doch gerade auch schon voll. Ich würde alleine deswegen da gerne schon rüber, falls da noch wieder diese... Ja, scheiße, wa? Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Ja. Was ist das eigentlich für ein Sniper, den er hat? Wenn ich so einen Sniper hab, dann kann ich nur einmal schießen und dann muss ich erstmal das Teil wieder aufladen. Dann kann ich wieder schießen, dann muss ich wieder nachladen. Das macht dir die Dauersalven. Was für Jungs, sind die nicht schon alle platt? Habe ich die schon auf der anderen Seite platt gemacht? Medipack. Auch nicht verkehrt. Voll toll. Was steht da drauf? Joomla und was weiß ich. Joomla, Gedöns und so weiter. Kein Bock. Die wissen natürlich auch nicht, was wir von denen wollen. Das kann ja auch sein, dass wir... Das kann ja auch sein, dass die Leute sind, die den Plünderern zum Opfern gefallen sind. Als ob man auf der anderen Seite schon alles leer gelootet hat. Genau. Der hat mich wieder gerochen. Da ist er. Ich sehe doch die Duftspur.
Ach, ich meine, von da aus bin ich gekommen, also konnte man in dieses Haus. Ja, gut, das große Looterparadies war es wohl doch nicht, was ich mir wohl erhofft hatte. Aber erschießen kann man den nicht. Ich habe da schon alles Mögliche versucht in vorherigen Spielen. Selbst wenn man da Molotow-Cocktails reinschmeißt durch das Fenster, hat man da. Bringt einem das nicht viel. Das ist einfach nicht gewollt, dass man den platt machen kann. Den Hobby-Scharfschützen da oben. Kommt raus, wo immer ihr seid. War das nicht auch ein Film? War das Shining oder was war das? Dieses Arschloch. Das ist diese schwankende Waffe, ich habe das immer noch. Bist du jetzt endlich kaputt? Immer noch nicht? Hallo. Ich hab kein Geld. Ich muss erstmal so, dass der Sniper mich nicht mehr treffen kann. Da kann ich nicht hinein. Ich hoffe mal, dass hier nichts ist, was man looten kann. Verdammt, ich. Irgendwie ist mein Daumen da wohl nicht für geschaffen. So ganz geschwind dann diese Dreiecksfunktion zu machen. Das gab man Spiel. Ich bin jetzt Gott sei Dank hinter dem Haus, da kann er mich hoffentlich nicht treffen. Da ist der Scharfschütze drin, da müsste ich doch hier hinein können. Ist hier nichts, was ich nehmen kann? Kaum. Wahrscheinlich mal den anderen damit. Ich hoffe mal, dass er nicht in diesem Haus ist. Ist hier irgendwas? Nein. 25, aber ich will ja nichts bauen. Ach, das ist alles, was hier ist. Tschüss, Sikorski. Ärgerlich. Ich brauche ein paar Pillen noch. Ich würde gerne das Schwanken der Waffe beseitigen. Das erweist sich gleich nicht gerade als praktisch. Diese Rumschwankerei. Das kann ich wohl vergessen. Dass ich da auch nicht dran gedacht habe. Eventuell wäre es sogar wichtiger gewesen als diese Energiesache. Hier wieder. Ach, dann Hund. Ob ich sie schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gesehen habe, die. Ich meine, irgendwo habe ich dieses Bild doch schon mal gesehen, oder? Das war auch nur eine blonde Frau. Dass sie mich da vertut, dass ich mir mal die Haarfarbe gemerkt habe.
Ich muss mir demnächst mal so ein Gerät holen, um andere Konsolen Videos machen zu können. Also PlayStation 2 und PlayStation 3 zum Beispiel. Da gibt es ja diese Geräte für. Ich nehme mal an, das ist ein Gerät, das teilt das Bild, um das mal so auszudrücken. Eins wird wohl an den Fernseher abgegeben, ein Videosignal, und ein Videosignal wird weitergeleitet an den PC. Ich gehe mal davon aus, dass das über USB an den PC gegeben wird, weil ich wüsste nicht, dass mein PC HDMI in hat. Da würde ich mich interessieren, ob da die Software mit dabei ist, um das machen zu können. Das bringt mir ja nichts, wenn ich das einfach an den PC weitergebe. Ich finde das auch schade, dass es nicht einfach ein Gerät gibt, wo das einfach nur auf einer externen Festplatte gespeichert wird, quasi. Das eine Signal kommt zum Fernseher und das andere Signal, das wird an diese Festplatte weitergegeben, dass das einfach nur auf Festplatte gespeichert wird, und dann kann man das von dieser Festplatte, die schließt man dann an seinen Rechner an und lädt das hoch. Ist er doch weiter oben? So eine Röhre habe ich im Schlafzimmer auch noch stehen. Von meinem alten Rechner. Wo ich den... was war das denn? Pentium 3, meine ich, 700. Den dran hatte. Das ist... Ich kann kaum glauben, dass ich auf so einem 17 Zoller... dass ich da damals die Xbox 360 angeschlossen hatte. Weil wenn man die Bilder dann noch, die Spiele dann noch im 16 zu 9 hat, dann ist das Bild ja noch kleiner. Damals ging es, aber heutzutage würde ich es nicht mehr können. Ich habe das mal so angetestet. Sie können mich nicht überraschen. Ich habe sie gewusst, dass die da sind. Tschüss, Sikorski. Und jetzt habe ich leider keinen... Muss ich mich mal ein bisschen vorbeugen, um das überhaupt noch sehen zu können. Pause.